Nicht ernsthaft, oder? Das war's jetzt. Hier steht 30.000 Euro. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das letzte Video, mega gut bei euch angekommen. Ich muss nur eines wieder klarstellen, es waren doch keine 200.000, sondern weit über 200.000 Euro. Es gab ja auch Leute von euch, die haben reingeschrieben, Ufos Outfit ist 200.000 wert. Ja, Freunde, 180.000 davon ist rein Schmuck. Wir haben nur von Klamotten geredet. Wenn wir die Schmuckgeschichten von Hummer durchgegangen wären, dann hätten wir eine andere Summe erreicht. Aber noch viel wichtiger, liebe Freunde, folgt mir auf Instagram, verdammt nochmal. In den letzten 1,5 Jahren, seit ich YouTube betreibe, habe ich es leicht vernachlässigt, auch immer wieder mein Social Media zu pushen, wie zum Beispiel Instagram. Und dementsprechend habe ich erst 32k oder so, Freunde, das ist zu wenig. Ja? Instagram folgen, unter all jenen, die folgen, werde ich mal was überlegen. Aber Freunde, ich will gar nicht mehr länger quatschen, kommen wir direkt in die Thematik hinein. Lil Lano, der hat anscheinend zu viel Kohle aktuell, der haut hier raus und hat erst vor kurzem, glaube ich, einen Blog hochgeladen, 25.000 Euro Fashion Haul oder so. Und jetzt, was wird mir hier vorgeschlagen? 30.000 Euro Fashion Pack Opening von Lil Lano. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was sich der Brudi alles gegönnt hat. Wir werden jetzt einfach mal hineinschauen und mit mir gemeinsam werden wir auf das Ganze reacten. Mal schauen, ob da ein paar coole Sachen dabei sind. I don't know it, aber Stone Island kann ich... Und Alexander nutzen eToro, um in die Finanzmärkte zu investieren. Ruhe! Jo Leute, Ananas der Squad, ihr habt ja alle mein Video gestern gesehen. Ja, jetzt schon mal sieht man auf den ersten Blick natürlich den bunten Balenciaga Pullover, der ist nicht ganz so mein Style. Mir ist das, dieser Farbwechsel gefällt mir nicht so gut, das schaut irgendwie altbacken aus. Ich hab dann gesehen, ist ja auch in die Trends gegangen und so, todesheftig. Und heute kommen wir zum nächsten Teil und zwar einfach die ganzen Pakete von Farfetch. Leute, ich freue mich wie ein kleines Kind darauf, Alter. Wir fangen jetzt einfach direkt an. Streamt jetzt alle Fick Dein Ex nochmal, alles Fick Dein Ex-Stream. Macht euch ready, folgt dem Künstlerprofil, folgt mir auf Instagram, damit ihr auch alles seht, was ich mit... Ja, also wenn ihr mit was ich mit diesen ganzen Outfits mache und so. Ich bin ja eh der Todes der Kombinationschef, Alter. Und da müsst ihr auf jeden Fall folgen auf Instagram. Ich habe eh den heftigsten Wachstum auf Instagram. Ich habe 10 Millionen... 11 Millionen Impressionen einfach so in 30. Okay, jetzt flext er mit seinem Instagram noch. Freunde, da müssen wir hin, ja? Völlig irrelevant, ob diese Zahlen, die er angibt, da echt sind, aber da wollen wir hin. Also mein Instagram auf jeden Fall pushen. So, dann legen wir mal direkt los einfach mit dem ersten Gottlosen. Man sieht es am ersten Augenblick schon, hier steht, glaube ich, Fendi, oder? Steht da Fendi? Fendi? Ja. Ich hab fast vergessen, was ich alles bestellt habe. Hier steht Fendi. Was habe ich von Fendi bestellt? Ah, ich weiß noch. Einen weißen Pullover. Crewneck. Ich weiß noch, Leute. Hier, bitte. Fendi. Er hat Fendi, Alter. Niemand. Das kann sich gar keiner leisten, Alter. Okay. Ja, das ist sein Stil, Freunde. Er spielt da seine Rolle und das macht er ganz gut. Also ein Shirt. Oh, Alter, die machen richtig heftig Session, Alter. Guck mal. Warm in einem Beutel auch noch. Okay, krass. Okay, Leute, komm. Ich bin tot. Leute, das fände ich schon. Erinnert mich 1:1 an diese Marke. Fear, fear, fear. No fear. I am the one. No fear heißt die Marke. Schaut 1:1 aus, finde ich. Heftig, Digga. Das ist Leder, das ist einfach dran gestickt. Ja. Wow, heftig. Leder war rangestickt, hat man noch nie gesehen. Die Augen sind einfach so Spikes, Digga. Ihr wisst, wie sehr wir Spikes lieben, Digga. Ist nicht mein Style, aber ich find's in Ordnung. Heftig! Heftig! Wie teuer war das? 370? Okay. Komm, nächstes Paket. Ich bin besser als jeder Hurensohn, der auf YouTube Klamotten auspackt. Und meine Sachen sind noch viel teurer als von jedem anderen, der irgendwelche Klamotten auspackt. Und mein Geld ist nicht vom Papi, sondern von mir selbst. Weil ich ein fucking Hustler bin und fucking Genie. So viele gequirlte Narzissmus-Scheiße auf einem Haufen ist fast schon schwer zu ertragen. Also,
So, das ist die Unbox-Skills einfach. Ich hab kurz Paket gewechselt, aber macht ja nichts. Okay, also ich nehme mal an, diese 15 Minuten entstehen dadurch, dass hier einfach straight 7 Minuten lang Aufnahmen vom Auspacken drin sind. Ich werde zwischendurch mal skippen müssen, glaube ich. Was sehe ich denn hier, mein lieber Mann? Von Julio. Ich weiß nicht, was das ist, Mann. Leute, nächstes Paket, ihr wisst alles Farfetch, kein Fake-Shit hier. Das F in Farfetch steht nicht für Fake, sondern für Real. Und jetzt machen wir mal auf. Stone Island Shorts, wie gesagt, ich bin kein großartiger Stone Island Fan, aber schon langsam wird es schon ganz tragbar, meiner Meinung nach. Ja, keine Ahnung, ob ich mir solche Shorts kaufen würde, die kosten, glaube ich, 180 Euro oder so, I don't know, oder vielleicht mehr. In Road für den Ananas Oberhaupt. Ja, Killer. Der Stoff dürfte kein Jeansstoff sein, sondern so ein normaler Baumwollenverschnitt. I don't know, aber schaut ganz gemütlich aus. Heftig, Digga, 190. Weg mit dir. Komm mal her. Also Leute, habt ihr gesehen, Alter, so schnell macht man das, Alter. Wenn ihr Pakete kriegt, Digga, dann müsst... Okay, also man sieht hier bei dem Unboxing, es geht überhaupt nicht darum, über die Produkte zu sprechen, sagen, hey, das Piece habe ich mir gekauft, das ist von Stone Island, gefällt mir, weil, warum habe ich mir das gekauft, sondern es geht vielmehr nur, was habe ich mir gekauft und wie viel hat das gekostet. Also es wird hier gar nicht auf die Pieces eingegangen. Klassisch Lilano rein ums Flexen, finde ich aber dann fast schon etwas langweilig. So, bam, 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 bup. Hier wieder Farfetch, diesmal nicht in weiß, sondern in braun. Also er wollte es jetzt wegwerfen auf cool, hat sich dann aber gedacht, na lieber doch nicht. Ah. Es ist einfach dieses übertriebene, ich muss hier angeben und ich muss hier der Geilste sein, was zu seiner Rolle dazugehört. Ist schon anstrengend, also muss ich schon ganz ehrlich sagen. Oh. Einfach für den Flash einfach lustig, das ist einfach, ich finde das echt nicht was. Oh. Leute. Boah, das ist wirklich klasse, das ist wirklich krank, also wirklich. Okay, Off-White, oder? Hui, das ist ein Off-White Sweatshirt. Finde ich geil. Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin aktuell nicht mehr der allzu große Off-White-Fan, weil ich irgendwie der Meinung bin, das sagte ich auch schon im letzten Video, dass Virgil Abloh seine kreativen Eingebungen jetzt momentan viel mehr in Louis Vuitton steckt, deswegen lässt das Ganze irgendwie schon ein bisschen nach. Aber das Farbenspiel zwischen diesem, ja, das ist kein Blau mehr, das geht schon ins Violette, und diesem Neongelb bis Neongrünen Pfeilen hinten. Classic, das Design natürlich von Off-White, aber das Farbenspiel finde ich ganz gut und auch der Schnitt ist nicht mehr so wie letzten Pieces oft waren, dass einfach der Pullover selbst kurz ist, also nur bis zum Gürtel circa geht, nicht mehr oversized, sondern nur mehr die Ärmel. Finde ich gut, dass das hier nicht mehr der Fall ist. Bam, Alter, bam, Digga, diese Farbe ist einfach heftig. Todeskrank, wie teuer war der? 450. So, das war jetzt so ein Pack-Opening von so einem Typ, der so standardmäßig was auspackt. Okay. Jetzt kommen wir mal zur Sache, wo Lelano einfach mal auspackt. Okay? So, Lelano packt ja ein bisschen teurere Sachen einfach aus, ne? Das ist ja, was Lelano grundsätzlich jemand ist, der viel Geld ausgibt, weil er auch viel Geld hat, der Lelano, ne? Das Leben, das Dasein als Ananas hat sich halt gelohnt. Und das ist gottlos. Aber schreibt mal in die Kommentare, wie das bei euch ankommt, wenn man sich die ganze Zeit selbst so in den Himmel hebt und sagt, wie geil man ist und wie viel Kohle man verdient und wie toll man ist. Ich finde es ermüdend, also solchen Leuten zuzuhören, auch im privaten Bereich. Dementsprechend, ja, ist das für mich keine großartige Unterhaltung, die da geboten wird. Und fashiontechnisch, also wenn man das Ganze jetzt aus Fashion-Seite betrachtet, ist das Video natürlich auch ziemlich wertfrei, weil man einfach Dinge zu Gesicht bekommt, die nicht mal eine emotionale Verbindung zum Käufer schaffen, für das man sich ja eigentlich interessiert, warum kauft sich Lilano diese Pieces, was gefällt ihm daran, aber im Endeffekt geht es nur um das Geld. Also hier geht es bei dem Video nicht darum, dass neuartige Pieces gezeigt werden, sondern es geht rein darum, wie viel kostet was. Bam!
Farfetch. Was ist das, Digga? Komm her hier. Palm Angels, was wird da drin sein? Vermutlich eine Jogginghose. Nehme ich mal stark an. Da sieh mal, ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Es sind Slides drin, also Schlapfen, wie wir Österreicher sagen. Guten Bruder, Trippy Boy besorgt. Einfach so richtig nice Slides hier für die Elbe, Digga. Einfach um rumzusteppen. Um mal draußen sein Jay zu spliffen, einfach am Strand, einfach an der Elbe. Schön mit den Palm Angel Slides. Ja, 110, glaube ich. Digga, die sind so hübsch. Mach's mal weg. Nächstes Paket. Bam. Ja, natürlich Farfetch. Farfetch hier, Italien-Sticker, Digga. Ihr wisst, ich mag Italiener heftig. So, hier Farfetch. Balmain. Okay, mal sehen, was er sich da gegönnt hat. Ist relativ teuer, Balmain. Also mal schauen. Balmain. Digga, was hab ich denn nochmal geholt? So. Oh, der ist film, Digga. Ja, Balmain, nicht ganz so mein Style. Finde es immer wieder das gleiche Design. Es geht hier wirklich nur darum, wie bei Givenchy, dass groß der Name draufsteht, damit man weiß, dass das Ganze teuer ist. Eher so die Mode, die viele Leute mit Geld kaufen, die sich aber nicht sonderlich für Fashion interessieren, sondern einfach nur zeigen wollen in ihrer Bekleidung, dass sie Geld haben. Das ist für mich so ein klassisches Piece. Ich muss dazu sagen, ich habe selbst ein Balmain-Shirt, als von dem her. Der ist ja einfach Film, der ganzen Silber und Balmain Paris, heftig, Digga, sieht so schön aus. Richtig hochwertig auch. Irre, Digga, ich weiß nicht mehr, wie teuer der war, das steht da nicht schon. Die ist auf dem Ziplock, steht auch Balmain. Krank. Balmain. Was ich mich auch frage, hat der alles einzeln bestellt? Also, warum kriegt der alles einzeln verpackt zugeschickt, Donner? Also, wie man jetzt einfach schon merken kann, okay, jetzt kommt ein Balenciaga-Hoodie. Nein, Valentino kommt jetzt, glaube ich. Es geht hier nur ums Auspacken die ganze Zeit. Also, die längste Zeit wird hier mit einem Messer im Karton herumgestochen und es wird gesagt, boah, und dann hat es so viel gekostet, nächstes Piece. Okay. Auch gar nicht mein Style, das erinnert mich so klassisch an diese uralten Karo-Muster, die vor 8 Jahren mal diese Streber getragen haben, gefällt mir persönlich einfach überhaupt nicht. Auch hier wieder fette Print der Marke zu sehen. Ist bei manchen Marken geil. Also ich finde den Balenciaga-Hoodie, der mir gestohlen wurde nach 2x tragen, immer noch mega fett, den würde ich mir auch nochmal kaufen. Da steht zwar auch nur fett Balenciaga oben, aber das Ganze ist irgendwie schlicht und Balenciaga ist einfach cool, I don't know. Leute, okay, passt. 590, ja, passt. Das ist normal, nicht bei Gott. Warum so ein Riesenkarton gottlos unnötig? Also, Karton viel groß. Oh, Leute, war heftig. Finde ich cool. Ich finde die Farbe mega, mega cool. Ich bin sowieso ein Fan von Neonfarben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Stone Island natürlich klassisch mit dem einfachen Logo hier auf der Seite. Wie gesagt, anfangs hat es mir nicht so gefallen. Es wird aber immer besser und immer besser. Also vielleicht werde ich mir selbst sogar noch was zulegen von Stone Island. Wer weiß. Ja, ich bin offen. I'm open. Leute, ahnt mal diese Farbe. Die gibt es eigentlich gar nicht auf der Welt. Die ist todesheftig. Die gibt es nicht auf der Welt, wie man hier im Video sehen kann. Das ist eine Illusion, wurde im Video nachbearbeitet. Und hier auch der Patch und so. Einfach, ich liebe auch neue Stone Island Patches, weil die sind so schön, Digga. Guck mal, wenn man die Parma wäscht, die Teile, dann sind die so hässlich. Deswegen gibt es ja auch Knöpfe, um die runterzunehmen. Aber so, das ist halt heftig so, ne? Man darf es nicht waschen, das weißt du sogar selber. Das ist gut, Digga. Schau, wo die Leute waschen, dann machen wir Patches. Leute, wascht die nicht mit. Ganz wichtig. Ne, die kann man abmachen. Ne, hier mit den Knöpfen. Und dann sagt ihr eure Mutter, hier einmal ohne. Und ihr wascht selbst und dann einmal ohne. Und Leute, falls ihr euch fragt, warum es mal alles anders verpackt ist und so weiter. Farfetch liefert immer aus verschiedenen Boutiquen. Ich wurde einfach gerade. Okay, hier haben wir die Erklärung. Er hat zwar viel auf einmal bestellt, aber aufgrund der verschiedenen Boutiquen hat er alles einzeln. Hat er alles einzeln bekommen! Aus 12 verschiedenen Boutiquen weltweit geliefert. Und ihr so. Einfach mit Todesflash einfach. Und die haben sogar extra die Sicherung angelassen.
Ich habe gehört, das ist so ein Ortungssensor, das, also das ist auch von Google, Palm Angels arbeitet da mit Google zusammen, damit die immer wissen, wo ihr seid und so. Und auch Tod ist auch sowieso richtig geil, auch vom Design-Level her. Es ist immer neu, es ist immer einfach neu. Selbst wenn es 3 Jahre alt ist, ihr zieht es an, es ist neu, immer wegen diesem Ding. Und wenn Mädchen fragen, oh, wie ist das? Dann sagst du, natürlich, der ist geklaut, so. Weil die bisschen Bad Boy-Vibes ist auch krank. Also wirklich vielseitig das Ding, also wenn ihr das noch nicht haben wollt, wegen den Ortungs und so, müsst ihr es abknapsen mit einer Schere. Mit einer Schere etwas abknapsen, also einen Metallstift durchschneiden, das kann nicht sehr, sehr gut funktionieren. Ich frage mich aber jetzt echt, was das soll, warum das hier dranhängt. Ich habe selbst noch nichts von Palm Angels. Aber wer was von Palm Angels hat, schreibt gerne mal in die Kommentare, woran es liegt, dass das hier noch dran ist. Hab selber keine Ahnung. Aber mich juckt das nicht. Wir sind mittlerweile bei 9 Minuten 4, haben knapp 3000 Euro erreicht. Das Video heißt aber 30.000 Euro Fashion Pack Opening. Ich frage mich, was da jetzt noch kommt. Ja, auch hier wieder die Frage, warum lässt man das im Video? Nur um auf so eine lange Zeit zu kommen. Das verstehe ich nicht, warum man hier nicht schneiden kann. Es ist relativ lang, mal die ganze Sache. Okay Leute, kommen wir zum nächsten Dingens. Noch dazu, ich weiß, Lilano ist kein Fan vom Schnitt, das hat er auch immer wieder in seinen Videos gezeigt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Video nicht von ihm geschnitten wurde und dementsprechend hätte der Cutter selbst da schon etwas machen können. Paket, das ist nochmal verpackt. Okay. Krank. Und Leute, hier kommt die Givenchy. Und zwar habe ich mir ein Shoulderbag von Givenchy geholt. Todeshäftchen. Zum ersten Mal wird spannend, ein Shoulderbag von Givenchy habe ich noch nicht gesehen. Mal sehen, wie das aussieht. In weiß mit so einem gelben Aufnäher. Ja, okay. Und hier haben wir das klassische Design von Off-White natürlich. Givenchy wurde natürlich auch stark kritisiert aufgrund diesem Design, weil es einfach 1:1 an Off-White erinnert. Und als High-Fashion-Marke kann man sich das nicht leisten, in diesem Rahmen wirklich so offensichtlich etwas nachzumachen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch Philipp Plein hat was in die Richtung gemacht. Würde ich mir auch nicht kaufen. Es gibt sehr viele damals begeisterte Givenchy-Fans, wie zum Beispiel den Hunner, der absolut kein Fan mehr ist, weil der Head-Designer gewechselt hat und der lässt sich anscheinend lieber von Kollegen inspirieren, als irgendwie was Eigenes zu schaffen. Und das geht natürlich bei einer so teuren Marke wie Givenchy einfach nicht. Givenchy, die fühlt sich so heftig an, Digga. Sag mal, wer macht schönere weiße Shoulderbags als Givenchy? Todeskrank einfach. Einfach so für den Kleinen unterwegs sein und so. Ihr habt einfach schon so eine kleine Bag hier. Natürlich, ein bisschen chill. Ich der gottlos Kleine, ja. Wollte ich auch sagen. Gottlos, scheinbar das neue gehypte Adjektiv bei Lilano. Auch beim Schnitt frage ich mich wieder, what the fuck, warum mussten die Huster rein? Warum? Ja. Okay, weg damit. So Leute, für nächstes Paket. Bam, 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 bam. Okay, keine Ahnung, was jetzt kommt, aber die Farbe finde ich jetzt schon mal mega geil. Digga, das ist so heftig, Digga. Diese Farbe alleine, den wollte ich eigentlich auch... D-Squared, auch kein Fan von dieser Marke, aber die Farbe, die flasht richtig. Ich will auch direkt anziehen, ich habe Todesbock auf den. Ohne Witz, ich ziehe ihn jetzt direkt an. Weil diese Farbe, ne? Ohne Witz, als wir den gesehen haben, ich habe den direkt eingepackt einfach, Digga. Chippy sagt auch, Digga, kranke Farbe, wie er aussieht, Digga. So flieder einfach mit diesem D-Squared. 420 für den Hoodie geht eigentlich klar bei D-Squared. D-Squared, so diesem Aquariumblau, Alter, so heftig, so schön. Ich will ihn jetzt direkt anziehen. Auf Inch, er passt. Gott, was wer reinschneidet. Digga, todesheftig, Digga. Ah, jetzt wurde geschnitten. Ahnt mal diesen diese Farbe. Ja, der Fit ist Bombe. Also hier sieht man, der Fit richtig nice, passt ihm gut von der Größe her, macht eine wirklich gute Figur. Es sieht relativ breit aus damit. Also steht ihm sehr, sehr gut. Einfach. Digga, das ist dieses Costa Azura Blau. Das hat auch so ein bisschen bröckelnden Look. Also es ist nicht bröckelnd, es ist bröckelnder Look. Richtig krank. So ein bisschen used. Das ist auch so ein bisschen... Ich fühle mich schon ein bisschen wie so ein Cowboy. Weiter geht's, Leute. Bam. Bang. Zack. Das war, glaube ich, der erste Effekt im Video. Kann man schon mal klatschen bei 11 Minuten 28. Warum? Was ist das? Palm Angels, ja. Hier wahrscheinlich der komplette Jogginganzug.
Leute, Palm Angels, mein vierter Anzug, und zwar den lilanen. In so einem Fliederfarben bis Violett, finde ich farblich ganz nice eigentlich. Bei den lilanen, ich kenne niemanden, der diesen lilanen Palm Angels hat. Ich glaube, Justin hat den gleichen. Ein fünfter Palm Angels Anzug. Ich kenne niemanden, der diesen lilanen Anzug hat. Er sieht so krank aus. Ich habe einfach fünf von denen, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist noch die Farbe, die mir gefehlt hat, weil ich habe noch nie jemanden mit diesem Ding gesehen und ich dachte so krass. Weil ich habe nur bisher gesehen, es gibt den noch mit orangen Streifen, der hatte irgendeinen Rapper angehabt und so. Aber diesen weiß-lila, krank, vorbei, da hat niemand, da hat auch, wenn man mit dem rumläuft, hat auch niemand mehr Fragen. Oh, hier sind mehrere Sachen drin. Hör mir mal einer zu. Okay, man sieht gleich am Rand schon Gucci, also hier ist auf jeden Fall was von Gucci dabei, wie man hier schon sehen kann, das ist die klassische Verpackung. Die Schleife kenne ich. Das ist Gucci. Ja, das ist Gucci. Ist ja nicht auch so, als würde es nicht hier fett stehen, er hat es natürlich an der Schleife erkannt. Oh, das ist Gucci. Oh, Lash. Gucci-Tüten. Geil, Alter. Ich frag mich nur, was hier drin ist. Real Talk. Ja, das kenne ich natürlich. Ich glaube nicht, dass er hier irgendwie sinnlos flext und sagt, keine Ahnung mehr, was ich bestellt habe. Das ist so ein gängiges Problem, wenn man wirklich viel bestellt. Wenn es hier an der Tür läutet und ein Paketbote ist da, ich habe keine Ahnung, was in dem Paket drin sein wird. Das ist jedes Mal eine Überraschung und fühlt sich immer so an, ein bisschen wie an Weihnachten. Ah, nee, frag ich mich nicht. Okay, Leute. Seid ihr bereit? Was könnte denn der Größe sein? Hm? Ich nehme an, dass es ein Gürtel oder ein Portemonnaie ist. Sein, hm? Das war ein schweres Portemonnaie. Es ist, glaube ich, ein Gürtel. Ja, es ist ein Gürtel. Ja, hier wird natürlich nicht gespart, hier werden wirklich die ärgsten und krankesten Soundeffekte auch verwendet, um das Ganze spannender zu gestalten. Ich hab grad die Schlange beschworen, Mann, hä? Ah. Auf jeden Fall, Leute, ich habe mir einen heftigen... Gürtel ist krass, gefällt mir sehr, sehr gut. Es hat dieses klassische Gucci-Design. Ich finde die Farbe in Weiß ganz nett. Das sieht leicht nach Schlangenleder aus. Finde ich persönlich ganz geil, wenn es echtes Schlangen... Wenn es echte Schlangenleder ist, dann finde ich es nicht mehr geil. Ich bin kein Freund von Echtpelz und auch ausgefallenen Ledersorten. Ich habe den Gucci-Belt gekauft. Wisst ihr, wie sehr wir Gürtel lieben, Digga. Einfach eine nice Jeans, Digga. Bin aber trotzdem kein Fan der Schnalle. Die ist mir einfach zu sehr auf die Fresse, Prolo. Keine Ahnung. Mit einem Gürtel, Digga, vorne dran, dann ist einfach, du bist einfach Gucci dann. Das Outfit ist dann Gucci. Wenn ihr den umhabt, so, und ihr seht das vorne, ihr seid Gucci. Ja, und genau das finde ich uncool. Fertig. Egal, was ihr sonst anhabt, das heißt, ihr seid Gucci. Und das ist wichtig einfach, ne? Und ich feiere das halt todes. Und das ist der halt, den ich halt jetzt auch geholt habe. Okay, also hier kommen nochmal Slides, Gucci Slides, davor hatten wir die Palm Angel Slides, jetzt hat er schon zwei Paar. Und du hast schon Givenchys, aber, also wenn ich mich mit einer zufrieden gebe, und zwar habe ich mir einfach, wirklich, ihr werdet jetzt staunen, weil es ist, man würde es nicht denken, ich habe mir einfach... Classic. Ja, mit Profil die Slides hier unten, also man kann hier auch Wanderungen damit gestalten, um, weiß ich nicht, hochgelegene Bergseen zu erreichen. Gucci wirklich eine gute Variante, hier zusätzlich ihr Käuferbild zu erweitern. Sehr, sehr intelligent. Gucci Slides, cool. Die haben einfach so ein neues Design und ich muss auch sagen... So einfach Gummistiefel-mäßig auch unten, so dieses Profil von einem Stiefel. Dieses Profil hier einfach... Standardmäßige Schuhprofil ist einfach so genial, einfach so gute, so eine gute Idee, einfach weil das ist halt todesgut, wenn man halt ein bisschen mehr wiegt und so, dann hat man einfach richtig gut so, man steht einfach richtig fest und ist halt trotzdem Slide mit den klassischen Gucci-Farben, grün, rot. Echt, da kann man nichts mehr falsch machen, jeder weiß Bescheid. Dann sind auch wieder keine Fragen mehr offen. Der, einfach der, vorbei. Das war für mich jetzt das erste Mal, dass hier wirklich ein Beweggrund genannt wurde. Das erste Mal, dass er sagt, warum er sich etwas gekauft hat. Das habe ich im gesamten Video vermisst. Mittlerweile sind wir bei 15 Minuten und 4. Wo sind die 30.000 Euro? Gucci? Ah, Gucci. Tschüss. Ah, alles gut. Ja, tschüss. Lass mich mal gehatet. Aber meine Slides kostet 400 Euro. Ja, okay.
Dann geh einfach weiter. Okay, tschüss, ciao. So sind die Gespräche mit Hatern auf der Straße. Und manchmal spuck ich dir noch hinterher. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Streamfick dein Ex. Nicht ernsthaft, oder? Das war's jetzt? Hier steht 30.000 Euro! 30, nicht 3! Also einfach mal beinhart verarscht. Zeitverschwendung. Also nicht nur, dass das Video todeslangweilig war, das ist vermutlich mein langweiligstes YouTube-Video überhaupt, sondern es einfach mal verzehnfacht die Summe. Langweiligstes, das Video hätte man in 5 Minuten machen können. Aber okay. Liebe Freunde, lasst trotzdem ein Like da, weil ich mir diese 15 Minuten gepresst habe und mir auch noch diese Schneidarbeit antue. Lasst auf alle Fälle ein Like da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es auch komisch findet. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir, liebe Freunde. Und auf Instagram natürlich abonniert. Max OBME, Maximilian Army, gibt wieder Gas. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von mir. Das war's vom 30.000 Euro Fashion Pack Opening und meiner Reaction. Euer Maximilian.